Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo zum Thema Ich bewerte eure Zoos. Falls ihr euch fragt, wo wir uns gerade befinden, wir sind hier gerade im Muffins Zoo in dem Unterwassertunnel. Da oben schwimmen die Ganges Gaviale. Das Video dazu verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung. Ist ein sehr cooler Zoo, könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Und dann kommen wir auch gleich mal zum Thema. Natürlich geht es um den geplanten Reset. Ich hatte eine Umfrage vor 2 Tagen auf meinem Kanal gestartet, ob ihr einen Reset möchtet bei Ich bewerte eure Zoos oder ob ihr es nicht möchtet. Und es haben sage und schreibe 837 Leute abgestimmt. Finde ich sehr cool, vielen Dank dafür. Und 81% davon sind für ja. Das heißt, es wird ein Reset geben. Wann der Reset stattfindet, wann ihr eure Zoos wieder einsenden könnt und so, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt gehen wir erstmal darauf ein, was dieser Reset überhaupt bedeutet, für die, die es noch nicht wissen. Also, ich habe ja momentan eine Liste mit Zoos, die ich nach und nach abarbeite in meinem E-Mail-Postfach. Das sind mittlerweile richtig viele. Also wir haben heute den 27.02. und der aktuellste Zoo, den ich besichtigt habe, der ist vom 11.01. Das heißt, wir hängen da 1,5 Monate hinterher und somit würde, wenn jemand jetzt ein Zoo einsenden würde, müsste der 1,5 Monate rückwirkend warten, bis alle Zoos, die vor ihm eingesendet waren, drankommen, damit er drankommt. Und das Problem dabei ist, dass auch teilweise Leute sehr unfertige Zoos eingesendet haben oder es haben Leute Zoos eingesendet, die gar nicht mehr zuschauen und ja, die nehmen dann leider die Plätze für die Leute, die hier aktiv mitschauen und richtig coole Zoos extra für das Projekt gebaut haben, halt weg und dadurch müssen diese Leute länger warten und ich finde, ihr habt die richtige Entscheidung gefällt. Wir haben das Ganze auch schon mal bei Jurassic World Evolution gemacht, so ein Reset und das war wirklich sehr gut. Weil das hat das ganze Format und Projekt so ein bisschen wiederbelebt und wir hatten aktuellere Zoos. Das war einfach viel, viel cooler dann. Es ist natürlich immer ein bisschen doof und ärgerlich. Ich sag mal, diejenigen, die jetzt kurz vor dran waren, haben so ein bisschen die Arschkarte. Das tut mir auch wirklich leid. Aber ich kann euch nur ans Herz legen. Sendet euren Zoo einfach gleich zum Termin. Ich sag einfach den Termin jetzt schon mal. Sonntag, 12 Uhr, könnt ihr eure Zoos wieder einschicken. Schickt dann einfach eure Zoos am Sonntag um 12 Uhr pünktlich ein und dann sollte euer Zoo relativ schnell wieder drankommen. Es wird wahrscheinlich dann so sein, dass Sonntag ziemlich viele Leute um 12 den Zoo einsenden werden. Ich hoffe, mein E-Mail-Postfach kackt da nicht ab oder sowas. Aber das werden wir dann sehen. Was natürlich noch wichtig ist, wenn ihr euren Zoo zum Beispiel um 11.59 Uhr einsenden solltet, dann kann ich das leider nicht zählen. Ich muss da fair bleiben. Also ihr dürft erst ab Sonntag 12 Uhr euren Zoo dann einschicken. Und ihr braucht auch nicht die E-Mail oder so ändern, falls ihr euren Zoo schon mal eingeschickt hattet. Ihr könnt die einfach kopieren und wieder einfügen. Auch wenn der Text zum Beispiel sich noch auf eine alte Version vom Zoo bezieht oder auf das ältere Datum oder so. Das ist halb so wild. Schickt euren Zoo einfach ein. Und was ich auch noch einführen möchte, bevor ich es vergesse, schreibt bitte in die E-Mail, wenn ihr wollt, dass euer Zoo für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Also das heißt, dass ich das den Speicherstand irgendwo hochlade und den dann in die Videobeschreibung packe. Wenn ihr das möchtet, wenn ihr das erlaubt, schreibt es bitte rein, weil viele Leute schreiben in die Kommentare, wo kann ich den Zoo runterladen und sowas. Und ich kann den natürlich nicht einfach in die Videobeschreibung packen, wenn ich nicht eure Erlaubnis habe, weil ihr habt das Ganze ja erstellt. Also wenn ihr das in Ordnung findet und möchtet, dass euer Zoo für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht, schreibt es eben ganz kurz in die E-Mail mit einem Satz oder sowas und dann weiß ich da Bescheid. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube aber, ich habe euch alle Sachen mitgeteilt. Also Sonntag 12 Uhr ist der neue Termin. Da könnt ihr wieder eure Zoos einschicken. Die E-Mail dazu, die schreibe ich unten in die Videobeschreibung, falls ihr die nicht mehr wisst. Und auch eine kleine Beschreibung, wie ihr euren Speicherstand und sowas rauskopieren könnt. Das schreibe ich ja eigentlich sowieso immer unter jedes Video. Und ansonsten fällt mir noch was ein. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich werde aber nochmal am Sonntag um 11.30 Uhr oder 12 Uhr ein ganz kurzes und kleines Erinnerungsvideo für euch hochladen, damit ihr das Ganze nicht vergesst. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.